Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Neuen Mod-Vorstellung für den LS15. Heute möchte ich euch den John Deere S690i vorstellen. 702 Downloads heute, 702 gesamt, 9 Kommentare. Beschreibung könnt ihr euch gerne durchlesen, also die Credits eher gesagt. Denn ich lese sie nicht vor, weil wenn ich irgendwas falsch lese, dann nein. Lieber nicht, bitte Datei entpacken. Beta 1.0. Dreckiger. Passagier. Leistungsstark. Animierter HUD. Erweitertes Panel IC. Einstellung. Spiegel. Öffne der Klappentür. Ölwechsel. Schnellmenü. Kamera-Control, Scheibenwischer, Eintragung eines Fahrzeuges, Kopie von Land durch Raupe, Innenbeleuchtung, Tankinhalt 14.100 Liter, Version auf Rädern und auf Schienen, der Ton und Hähne werden bei 80% vollen Tank eingeschaltet, Green Star, verboten der Bearbeitung und Änderung, Download Link. So, 13 Beobachter, 13 mal bedankt, 6 mal Mod beobachtet und User beobachtet, 170, ganze Worte heute, 3,5 Sterne, 22 Bewertungen, nach 15 Stimmen eine 71,43%ige Stimme, also weiter Empfehlungsrate und der Download ist über Uploaded in der V1.0 und die Kommentare könnt ihr euch durchlesen. Und ich würde sagen, dann gucken wir uns doch mal die Änderung an. Version 1.0. Jetzt mal schnell die Bilder durchswitchen. Hallo, Bilder? Aha. Ja. Ja, sieht doch alles gut aus. Jawohl. Ja. Passt. So. Dann ebenfalls keine Videos vorhanden. Die Credits wieder und die Datei ist 65,6 MB groß. Und wir sehen uns gleich in-game, Leute. Bis gleich. Kommt zu den in-game-Teil, Leute, des John Deere S690. Der ganze Mod, beziehungsweise das Pack-Inhalt, gucken wir uns doch erst einmal im Shop an. Angefangen mit dem klassischen Motoröl zum Ölwechsel. Dann der John Deere 690 TT, also auf Ketten. Der normale John Deere S690L. Das John Deere 640D mit einer Schaltwerksbreite von 11,5 Metern. Ebenfalls ein FD, also etwas anderes. Aber auch 640, auch 11,5 Meter. Das John Deere 635R mit 10 Metern. Das Maisgebiss John Deere 612C mit 12 Reihen. Und das war's. Die Anschaffungskosten, das Öl für den Ölwechsel kostet 1625 Euro einmalig, 0 Euro Unterhaltskosten. Der Mähdrescher auf Ketten, also die TT-Variante, 315.120 Euro am Tag. Kann alle Mais- und Getreideorten-Sorten ernten, 460 kW, 625 PS, 14.100 Liter. Die Nicht-Ketten-Variante, also die normale, kostet 297.111 Euro, was eine krumme Zahl, hat ebenfalls alles gleich. Das 640D-Schneidwerk für 28.750 Euro und 50 Euro Anschaffungskosten bzw. Unterhaltskosten pro Tag. Das FD kostet 26.750, ist also günstiger, und kostet ebenfalls 50 Euro pro Tag. Das 635R kostet 50 Euro am Tag und hat einmalige Anschaffungskosten von 21.400 Euro. Und zu guter Letzt, das Maisgebiss kostet 22.500 Euro und 30 Euro am Tag. Und ja, yeah. Gucken wir uns noch einmal das Modell an. Hier haben wir es. Ja. Doch, das sieht doch recht ordentlich aus. Schon leicht dreckig. Rohr eingeklappt, hier die Kettenvariante, sieht eigentlich vom ersten groben Eindruck schon mal nicht schlecht aus. Weiter geht's zu den Schneidwerken, die dabei sind. Hier haben wir einmal das FD, 12 Meter Schneidwerk, mit Laufband und Rädern. Dann das
nicht mit nicht Bändern, also das F, also auch Laufbänder, aber keine Räder zusätzlich. Hier das Maisgebiss für 12 Meter, hier die Ölwechselkanister und zu guter Letzt das kleinere Schneidwerk. Haben wir hier, ja, ist umgekippt, aber es ist das kleinere. Ich habe euch natürlich etwas vorbereitet. Und zwar einen kleinen Test. So, 12 Meter haben wir. Das heißt, ja, sorry. So, was haben wir für Funktionen? Schneidwerk senken, extra Menü über Numpad 0. Hier seht ihr extra Menü, STRG links und rechts, Spiegel links drehen. Spiegel, neu, Neigungswinkel, Arbeitslicht vorne über K-Numpad 5. Funktioniert mir jetzt nicht und 6 irgendwie auch nicht. Okay, dann gucken wir uns doch nochmal kurz an, ob die Spiegel drehen funktionieren. Ja, das mit den Spiegeln funktioniert einwandfrei. Das ist super, dann kann man es hier schön einstellen, so wie man sie haben möchte. Dementsprechend wird das dann auf der anderen Seite auch funktionieren, denke ich mal. Ach, Alt-Links. Ja, auch das funktioniert einwandfrei. Dann können wir das extra Menü wieder schließen. Sonst haben wir noch die Funktion, dass natürlich den Mähdrescher auszuklappen bzw. in den Arbeitsmodus zu bringen. Dann natürlich das Rohr ausfahren, Stroheinlage aus- und einschalten. Über Alt-Links können wir auch den IC anmachen. Mit irgendwie keine Funktion, habe ich das Gefühl. Ach doch, jetzt hier. Also, was können wir machen? Steuerkonsole öffnen. Genau, dann können wir hier die Zündung, wenn man natürlich den Drive Control Mod drin hat. Dann können wir das Schneidwerk manuell senken. So, geht einwandfrei. Oh Gott, wir wackeln. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das Rohr auszufahren und dementsprechend wieder einzufahren. Dann den Mod anzuschalten. Den Dings ein- und auszuschalten. Die Stroheinlage aus- und einschalten geht über den Knopf und über den Knopf. Ja, können wir das Ganze dementsprechend machen. Haben wir sonst noch irgendwelche Funktionen? Ja, wir können natürlich die Tür öffnen und schließen. Und ja, das war's dann auch. STRG links plus Z. Damit können wir dann das Kennzeichen ändern. Aber ja, so. Machen wir mal H. Hallo. H5, E, Y. Das ist wundervoll. Das ist jetzt unser neues Kennzeichen. Guck, da seht ihr das. Wundervoll. Das hat einwandfrei funktioniert. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, wollen wir mal anfangen. Können wir ja die HUDs wieder ausmachen. Wir haben alle Funktionen. Ich sagte doch so, Licht noch einmal, ja, das funktioniert. Geräteauswahl X. So. Jetzt aber. Und dann wollen wir mal losfahren. So, die Einzugsanimation ist hier wunderbar vorhanden. Der Green Star ist ein bisschen am Rumbuggen, aber das ist kein Problem. Die Auswurfanimation, die sieht echt gut aus. Da kann man echt nichts gegen sagen. Ja, so 12 Meter ist natürlich auch kein Pappenspiel. Damit wird natürlich schnell mal so ein Feld geerntet. Ja. Doch, das läuft. Finde ich super, dass das läuft. Also mal schnell hier eben eine zweite Bahn hinterher. Die machen wir in der
Perspektive, jawohl, das läuft doch hier wie am Schnürchen. Wundervoll. Also der Mod funktioniert einwandfrei, da kann man nichts gegen sagen, so wie es sein soll. Machen wir ja ganz kurz noch den Abtanktest. Gucken, ob wir jetzt rauskommen. Ja, das sieht gut aus. Jetzt fahren wir einmal abtanken, gucken, ob wir manuell abtanken müssen oder ob das von alleine geht. Also schon mal nicht. So auch nicht. Ja, ich bin der beste Fahrer der Welt. Alles klar. Jo, was hat der für eine Mega-Collie, der Baum? Und... jetzt aber. Ne, man muss manuell abtanken. Das finde ich auch eigentlich ganz gut. Und zwar über Taste N. Dann kommt ein kleiner Piepton und dann geht's los. Dann wird direkt abgetankt. Ah, wundervoll. Und damit haben wir den Mais-Test auf jeden Fall schon mal erfolgreich gestanden. Und weil es natürlich nicht fehlen darf, dachte ich mir dementsprechend auch mal nochmal Stroh, damit wir auch nochmal sehen, wie das aussieht, wenn das ganze Stroh gehäckselt bzw. in Schwartablage herauskommt. So, wir haben hier das, genau, jetzt haben wir hier Strohablage, wundervoll. Also Schwartablage, das funktioniert einwandfrei. Und der Übergang funktioniert ebenfalls tadellos. Ihr seht jetzt hier nur, wenn ich so habe, dass dann ein kleiner Bug entsteht, aber der Übergang von Schwartablage funktioniert wundervoll. Das Einzige, was ich euch nicht zeigen kann, ist, wie die ganzen Mods denn dreckig aussehen, da ich ein kleines Spielproblem hatte und ich dementsprechend mein Spiel neu aufgesetzt habe. Und deswegen seht ihr, kann ich euch das jetzt gerade nicht zeigen, weil mir der Mod fehlt, mit dem das möglich ist, dass die Fahrzeuge hier so durch den Schlamm fahren und stecken bleiben und was nicht alles. Aber die Mod-Vorstellung wollte ich euch natürlich trotzdem nicht vorenthalten. Und ja, perfekt. N. Einmal abtanken. So. Damit verabschiede ich mich von der Mod-Vorstellung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Verbesserungsvorschläge wie immer in die Kommentare. Der Download-Link zum Mod findet ihr in der Videobeschreibung. Und viel Spaß mit dem Mod. Habt noch einen schönen Tag. Oder wann auch immer ihr das Video schaut. Und ciao.